Assalamu alaikum, marhaban, guten Tag an euch allen, meine lieben Freunde und Geschwister. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt fleißig geübt, sodass wir mit unserer neuen Folge starten können. Al-Hal. Diese Lektion wird sehr leicht und kurz sein. Keine Sorge. Nach dem Hal fragt man mit wie. Kaifa. Wie ist Kaifa? Und es handelt sich immer um Gefühle. Das müsst ihr bitte achten. Was ihr noch wissen müsst, ist, dass der Hal genauso wie der Maf'ul bihi Mansub ist. Und damit ihr es besser versteht, gehen wir zu dem Beispiel. Ra'aytu an-nasa dahikina. Ich habe die Menschen lachend gesehen. Ra'aytu alleine hat Fi'l und Fa'il. Ich sah. An-nasa ist Maf'ul bihi, Akkusativ, die Menschen. Und Dahikina ist Hal, nachdem man mit wie fragt und es ist ein Gefühl. Das nächste Beispiel passiert öfters, wenn ein Kind etwas kaputt macht. Damit die Eltern nicht wütend werden, fängt es schon mit dem Theater. Kanat tiflu bakiyan ala al-ard. Das Kind war weinend auf dem Boden. Wie kann man da noch wütend sein auf ihn? Und jetzt stellt euch mal vor, der Vater guckt Nachrichten und jemand zieht am Kabel, sodass der Fernseher ausgeht. Was kann dann passieren? Takallama al-abu ghadiban. Der Vater hat wütend geredet. Naja, er könnte brüllen, aber wir lassen es auf wütend werden. Wie gesagt, sollte es diesmal nur eine kurze Lektion sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Abonniert unseren Kanal, teilt ihn, schreibt uns eure Meinung und ma'as-salama, assalamu alaikum, euer Bilqalam.